Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Hybrid Wars. Immer noch in Rub al Charlie, der Wüste, Episode 3. Wir müssen jetzt eine Fabrik stilllegen und dem Feind die Kontrolle über die Wüste entziehen. Ja, zum Glück wächst da nicht viel. Weil, nachdem wir da gewesen wären, würde danach ja auch nichts mehr wachsen. Also wir werden jetzt auch das letzte bisschen Leben aus dieser Wüste rausballern. Und dafür müssen wir nicht mal unbedingt großartig auf die Suche gehen, denn, oh. Da ist ein Atomreaktor, glaube ich, oder sowas in der Art. Die Urananreicherungsfabrik wird das sein. Und wir sind hier. Gibt's da irgendwo ein... Nein, es gibt keinen Mech. Wir sind tatsächlich jetzt eher so ein bisschen mechlos. Nicht machtlos, sondern mechlos. Haha. Au. Oh oh. Ich glaube, man hört am besten nie auf zu schießen. Mit dem Ivan. Das ist, glaube ich, das Gesündeste. Einfach immer weiter ballern. Dann schießt man nämlich am schnellsten. Bam, 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 bam. Oh, was ist denn das? Ich habe irgendetwas gerade aktiviert. War das vielleicht der Alarm, den ich ausgeschaltet habe? Hm, möglich. Okay, ich muss hier irgendwie als alleine rumlaufen. Habt ihr das gerade gesehen, wie ich rumgebackt habe? Warum schießt er da drüber? Du sollst nicht da drüber schießen. So. Oh, ein Flammenwerfer. Föhn. Keine Ahnung. Der hat nicht lang gelebt. Nicht lang genug, dass ich mir Sorgen machen müsste. Da, 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 da. Wo haben wir denn hier das Gedöns, das kaputt gemacht werden will? Da haben wir es. Bam. Bam. Warum geht das so schwer kaputt, wenn ich mit Raketen drauf schieße? Man weiß es nicht. Ich glaube, hier muss ich außen rum. Ja, wir sind jetzt tatsächlich mal ein bisschen perpedes unterwegs. Zu Fuß. Ah! Oh! I! Ah! Oh, nein, nein! Hör doch auf, wir können doch über alles reden, nachdem ich euch erschossen habe. Ich habe keine Raketen mehr. Das können wir ändern. So, wupp. Oh! Da ist noch einer. Das hat sich ja gelohnt, hier gerade eben mich zu reparieren, beziehungsweise meine Lebenspunkte wiederherzustellen. Sag mal, warum habe ich irgendwelche Schaden? Ach, weil der Kollege da kommt. Nein! Er drängt mich an den Rand des Wahnsinns und meines Lebens. Wow, Lebenspunkte. Yeah, Lebenspunkte sind immer schön. Das war gut. Ja, man stellt schon fest, dass man deutlich weniger aushält, als wenn man einen Mech hat. Das ist unbestreitbar. Ne, 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 ne. Ich möchte das hier kaputt gemacht haben. Oh, oh. Was kommt denn da Schönes raus? Energie! Oh, yeah. Gebt mir meinen Ersatzmech. Guten Tag. Jetzt dürft ihr schlechte Laune haben. So, jetzt haben wir doch unseren Mech. Sehr schön. Hier muss ich jetzt irgendwas verwenden. Yeah. Oh, der kann aber ordentlich springen. The bomb has been planted. Oh, 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 oh. Nein, warte, ich möchte in diesen anderen rein. Der geht kaputt! Das finde ich nicht gut. Oh, 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 oh.
an und hätte ich eigentlich gerne gehabt. Wo sind denn die? Hallo? Ich kann euch nicht sehen. Da seid ihr. Unschön, unschön. Wir werden platzen. Oh, und wie wir platzen werden. Ja, da sind wir auch schon geplatzt. Au. Au. Habe ich schon Au gesagt? Ich hoffe ja. Nur damit wir Bescheid wissen, dass es mir gerade den Umständen entsprechend nicht so geht. Da waren doch noch welche, oder? Ich möchte hier kurz mal Dinge zerstören. So, irgendwo ist doch hier noch was. Ah. Aber das ist nicht das, was ich zerstören muss. Wow. Da, oh Gott! Ist ja zum Glück nur ein Panzer. Ein ausgewachsener. Tja, wir laufen einfach mal so um ihn rum. Ich bin gerade versehentlich von der Bewaffnung runtergegangen. Vom Knopf meine ich. Haha, Richtungswechsel. Das interessiert seine Raketen halt leider mal gar nicht, weil die zielsuchend sind. Ah, boah. Haben wir es jetzt. Oh, nichts lieber als das. Nichts wie weg hier. Geronimo. Oh nein. Lauf. Au. Au. Was? Jetzt muss ich wieder rein? Oder wie? Wollt ihr mich veräpfeln? Ich hol mir jetzt erstmal einen fahrbaren Untersatz, bevor ich jetzt hier irgendwie noch einen Panikanfall kriegen muss. Yeah! Da ist er! Mein absoluter Liebling! Oh, warte mal, ich muss jetzt da lang. Ist ja praktisch, dass ich sogar schon in diese Richtung jetzt muss. Und... Nein, ich wollte nicht aussteigen. Ich wollte verwenden. Warum kann ich das jetzt... Ach, ich muss da einsteigen. Okay. Wisst ihr, was das Problem ist? Der Alex Carter hat ein echtes Problem, fällt mir gerade eben ein. Der möchte ja das Prinzip der Ein-Mann-Armee beweisen. Das Problem ist, wir sind gar keine Ein-Mann-Armee. Also, ich meine, wir haben ja gerade gesehen, wir haben ja Unterstützung, ne? Es ist ja nicht so, dass wir ein Mann wären. Also, wir sind ja auch nicht der Alex Carter. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? So rein aus Prinzip. Also, grundsätzlich keine Ein-Mann-Armee. Da. Und, da haben wir jetzt mal wieder ein bisschen direktere Bewaffnung. Das finde ich sehr angenehm. Oh, den muss ich zerstören. Ach, da bist du ja auch noch da. Wie er da so rumläuft und ich ihn nicht bemerke. Oh. Ah, noch einer. So, erledigt. Der nächste, bitte. Den Roadblock sollen wir zerstören. Das bekommen wir sicherlich hin. Wir haben nämlich eine Superwaffe. Und die werden wir jetzt benutzen. Yeah. Schmelz. Bum, 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 bum. Badum, 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 badum.
Okay, ist kein Helikopter. Kann ich nicht sehen. Ist kein Helikopter, kann ich nicht bringen. So, was fehlt denn jetzt hier noch? Bum, bum, bum. Laufen hier oben, statt in den Panzer einzusteigen, ne? Das sind auch echte Haupthelden. So, warte mal. Oh, yeah. Lebenspunkte, Munition. Leben steht da jetzt sogar dran. Was ist denn das? Ja, auch so ein Teil hier. Ich spare mir gerade eben mal so ein bisschen Munitiones. Da müssen wir runter. Oh, nee, warte mal. Da liegt ja noch Munition rum. Halt! Nicht... Nein, 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 nein. Ich glaube, ich gehe lieber hier in Deckung. Bäm. Ist da auch noch was? Da ist volle Energie, aber wir haben wieder die Superwaffe. Na! Muss doch gehen. Oh, oh, oh! Oh, oh! So. Ah, das ist mal interessant. Umso länger ich auf dem Knopf bleibe, desto mehr lädt der diese Geschosse auf. Und dann kommen immer mehr Raketen auf einmal raus. Das heißt, man kann so einen mega geilen Alpha-Schlag machen. Ja, ich stürme das Fortress. Wie ein Scheißhaus, das gestürmt werden will. Boah, sind das viele Raketenwerfer. Sind das viele! Also es sind definitiv nicht wenige. Oh Gott, was bist denn du da oben? Oh! Oh, Baby. Jetzt geht's aber los hier. Oh, 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 oh. Die letzten beiden Raketen, komm, triff. Ich habe verfehlt. Ich habe verfehlt. Und ich muss jetzt erstmal diesen Helikopter hier loswerden. Zweitwaffenmunition. Ja, das gefällt mir. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hallo, Helischrauber. Wo versteckst du dich? In Deckung. Machen wir mal den da oben kaputt. Ich fände es gut, wenn der da oben mal ein bisschen Ruhe wäre. Oh Gott. Der baut nämlich gerade seine Schilde wieder auf. Das ist eher nicht so gut. Da ist er. Ja, ich muss erstmal ein paar andere Geschosse loswerden. Ups, das Ich glaube, ich sollte mal echt aus der Schusslinie geraten. Au. Oh, da ist nochmal Munition. So, jetzt schmelzen wir dich doch mal weg. Oh Gott, der weicht ja einfach mal so aus. Der weicht einfach mal so aus. Jetzt sind beide da. Naja, dann wissen wir wenigstens, wo sie sind. Hat alles seinen Vorteil, ne? Oh, du sollst abstürzen! Geh doch kaputt! Na also... Aber das waren ja leider noch nicht alle. Haben noch zwei Raketen. Hier ist noch ein bisschen Munition. Ah! Muss hier hoch. Bum, 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 bum. Ich habe irgendwie da irgendwas eingesammelt. Ich nehme mal an, das ist noch Munition. Ach, da kommt der andere Heli. Ich muss echt mal hier erstmal ein bisschen für... Für Ruhe sorgen auf den billigen Plätzen hier, ne? So. Sonst komme ich hier zu gar nichts mehr. Moment. Jetzt kümmern wir uns nochmal hier um den Kollegen.
Ja, der Strahl ist halt sau langsam, ne? Das ist gerade das Hauptproblem. Ei. Da läuft so eine Mine rum. Eine mobile Mine. Au. Viele kleine Bösartigkeiten. Ups, das. Oh! Jetzt haben wir aber gerade gut gefressen. Der war auch knapp. Ah, ich sehe, man kann wirklich außerhalb der Reichweite von den Dingern bleiben. Oh. Haben wir es jetzt? Nee, einer ist noch. Einer ist noch und muss weg. Gut. Da ist nochmal Energie. Das heißt, wir können nochmal die Spezialattacke durchführen. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Ah, mir geht demnächst die Munition aus. Bum. Da kommt ja nochmal so ein Heli. Den schieße ich jetzt noch schnell ab. Und dann wechseln wir mal unser Gefährt. Ein anderer Peacemaker. Der hat ein bisschen mehr noch auf dem Kasten. Oh yeah, der hat sehr viel mehr auf dem Kasten. Der gefällt mir. Der gefällt mir. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr der mir gefällt. Hohoho! Hol die Sau runter und fertig ist er. Zack. Wow. Der war viel besser. Warum bin ich nicht schon früher in den eingestiegen? So, 8 Kombos, 97 Feinde zerstört. Ah, wir waren nicht so genau. Aber das war auch schwierig mit dem Helikopter. Die straven immer so weg, ne? Und dann hat man Schwierigkeiten, sie zu treffen. Boah, 5 Erfahrungspunkte für den Peacemaker. Da gucken wir doch gleich mal rein. Definitiv Lebenspunkte, Lebenspunkte. Setzt das Gelände bei Landung in Brand. Ja. Läuft. Steigert den Rammschaden. Steigert den Rammschaden. Boah, okay. Ich weiß schon, da spezialisiere ich mich drauf. So, wir haben ja hier immer noch einen Punkt beim Hunter. Wie viele Punkte haben wir beim Ivan? 3. Wir können jetzt das da machen. Keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich füllt den Schild wieder auf. Das müssen wir ausprobieren. Werden wir auch ausprobieren in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.